Ist der Petromax eine Konkurrenz zum Omnia-Backofen? Ihr bekommt jetzt mein Fazit und meinen ganz ausführlichen Erfahrungsbericht. Ja, heute geht es mal um den Petromax Campingbackofen. Den teste ich nämlich seit einem Jahr. Den gibt es nämlich seit Oktober 2017. Und genau seit dem Zeitraum teste ich das Teil auch. Ich mache ja immer so Teste, die einfach länger dauern. Weil das liegt einfach daran, ich denke mal, wenn man einmal drin gekocht hat, dann da kann man kein Urteil drüber fällen. Und deswegen habe ich da mal einiges drin gemacht und werde euch jetzt erstmal den Petromax Campingbackofen zeigen. So, jetzt machen wir mal erstmal die Grundausstattung. Also das Teil ist aufgebaut eigentlich wie der Omnia-Backofen. Es hat ein Unterteil, es hat ein Mittelteil und es hat einen Deckel dazu. Der Petromax unterscheidet sich auf jeden Fall daran, dass er zum Beispiel Griffe hat. Dann ist er auch wesentlich größer. Er hat einen Durchmesser von Griff zu Griff fürs 41,5 cm und ist in der Höhe 14,3 cm. Im Verhältnis zum Omnia-Backofen, der hat gerade mal einen Durchmesser von 27 cm. Das heißt, der geht ja auch nur in der Richtung. Und er hat jetzt noch Griffe dran, was man beim Omnia-Backofen sehr gerne vermisst hat. Ja, das Besondere am Petromax ist einfach, dass der aus Edelstahl ist. Wir haben immer wieder auf Messen gehört von euch, wir wollen etwas aus Edelstahl. Und Petromax hat es geschafft, die haben nämlich tatsächlich etwas aus Edelstahl geschaffen. Das muss man sagen. Und deswegen fand ich das auch super geil, dass es jetzt auch eine Alternative gibt zum Omnia-Backofen, nämlich materialtechnisch auf jeden Fall. Und da ist natürlich der Petromax, ja, ich würde mal sagen revolutionär, weil der ist jetzt tatsächlich nicht mehr aus Aluminium, sondern zu 100% aus Edelstahl. Ja, es ist auch sehr stylisch, dass die einen schwarz lackierten Deckel gemacht haben. Obendrauf sieht man auch noch das Petromax-Zeichen und natürlich auch das Logo von denen, das heißt der Schriftzug. Ja, grundsätzlich funktioniert der Petromax natürlich genauso wie der Omnia-Backofen. Das heißt, ihr stellt das Teil auf die Flamme, hier unten bildet sich die Unterhitze. Die Hitze kommt durch den Kamin auf, prallt an den Deckel ab und dann habt ihr die Oberhitze. Gleiches System wie beim Omnia-Backofen. Allerdings Petromax anders. Ja, und ich bin echt sehr gespannt gewesen, was damit alles machbar ist. Hat der Unterschiede? Gibt es Ähnlichkeiten? Muss man damit anders arbeiten? Und das war natürlich auch ja, mein Ziel bei diesem ganzen Erfahrungstest, den ich jetzt gemacht habe. Es gibt als Zubehör von Anfang an ein sogenanntes Backblech. Das kann man nämlich hier direkt auflegen. Das ist dann, das System funktioniert genauso, nur die Hitze strömt nochmal aus diesen Lüftungsschlitzen raus und prallt am Deckel ab und dadurch habt ihr dann ein Backblech, womit ihr aufbacken könnt. Das werde ich natürlich auch noch in diesem Video testen. Das Aufbackgitter, das ist neu, da komme ich gleich mal zu. Und auch die Tasche ist neu, das hat Petromax im Laufe des Jahres erstmal rausgebracht. So, aber jetzt geht es erstmal los mit meinem Test. Angefangen habe ich nämlich auf meinem Balkon. Also wie gesagt, der Test ist wirklich ein Jahr hat der gedauert. Das heißt, ihr werdet unterschiedliche Aufnahmen sehen, ihr werdet mich unterschiedlich sehen. Und ich habe auch noch nie einen Beitrag gebracht in so einer geilen Kulisse. Ja, wir sind nämlich gerade in Spanien. Wir sind ja ins Wohnmobil gezogen, überwintern jetzt gerade in Spanien und das ist abgeschlossen. Deswegen nicht wundern, wenn ihr in diesem Beitrag halt auch Szenen seht, die eigentlich nicht zu dieser Kulisse passen. So, angefangen habe ich eigentlich mit einem ganz normalen Rezept, was ich auch im Omnia-Backofen gemacht habe. Das ist der Kritaraki Hackauflauf. Den habe ich mit Schafskäse überbacken und wollte einfach mal gucken, wie der denn funktioniert. So, dann gucken wir mal eben, was unser Hackfleisch macht. Ja, das ist schön angebraten, das können wir jetzt nämlich würzen. Dafür aber unbedingt die Flamme ausmachen, weil hier kommt aus dem Kamin kommt eine richtige Hitze.
einen wahnsinnigen Nachteil bei dem Petromax, finde ich eigentlich. Gut, das ist ja nicht schlimm, dass hier so schwarz wird, aber das deutet einfach auf einer sehr, sehr hohen Hitze hin. Und ich finde, hier, gerade hier am Rand, da ist eine enorme Hitze, was hier an den Seiten überhaupt nicht ist. Das liegt auch daran, ich mache mal die Flamme aus, sonst habt ihr gleich schwarze Haare. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen, dass der Brenner eigentlich viel zu klein ist für den Petromax. Und ja, das hat natürlich den Nachteil, dass die Flamme immer direkt dann durch den Kamin geht und einfach nur da die größte Hitze ist. So, ich mache jetzt noch meinen Deckel drauf, dann werdet ihr gleich sehen, wie das hier alles blubbert. Aber hier an den Seiten ist einfach gar nichts. Ich denke mal einfach, der Petromax ist einfach zu groß für so einen Gaskartuschenkocher. So, jetzt machen wir das Teil nochmal auf. Bitte immer, immer Silikonhandschuhe nehmen, weil dieses Ding ist so heiß. Ich nehme den sogar doppelt, weil der ist echt richtig heiß. Aber jetzt könnt ihr sehen, dass der wirklich nur am Kamin richtig brutschelt und woanders ist da mal gar nichts. Und was ihr halt beim Omni halt nicht habt. Ja, ich denke mal, das liegt halt an der Breite vom Petromax. So, der Petromax, den habe ich jetzt zum ersten Mal richtig gekocht. Und mein erstes Fazit ist einfach, der war vorhin wirklich radikal angebrannt am Kamin. Der war wirklich mega schwarz und es war wirklich echt eine dicke Kruste. Mit Schrupp und Scheuer, mit einem tollen Schwamm, habe ich es echt weggekriegt. Ich konnte da, ist ja Edelstahl, mit einem Schwamm dran gehen und es hat funktioniert. Ja, na klar hat der jetzt, ne, der ist auch schnell braun geworden hier unten. Und Unterteil ist natürlich auch verfärbt. Ist Edelstahl, wie beim Omnia-Backofen, da verfärbt sich halt das Unterteil. Edelstahl reagiert mit Hitze und wird dann natürlich violett. Ja, beim Deckel ist mir sehr stark aufgefallen, dass sich ganz rasch der Knauf halt sehr bräunlich geworden ist. Und ja, der wird auch extrem heiß, da ist eine extreme Hitze und auch innen hat er sich halt verfärbt. Aber wie gesagt, ist ein Gebrauchsgegenstand, nur solltet ihr das wissen. Viele sind ja immer sehr überrascht, auch wenn der Omnia sich da verfärbt oder man ihn nicht mehr sauber bekommt. Es sind Gegenstände, die man halt täglich benutzt. Ein kleiner Nachteil ist mir aufgefallen, und zwar beim Spülen, dass es hier sehr, sehr scharfkantig ist. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Ist wirklich die einzige scharfe Kante, die ich so gefunden habe. Sonst ist der super optimal gemacht worden. Also er ist wirklich sehr, sehr gut verarbeitet. Und ja, es hat eigentlich schon Spaß gemacht, das erste Mal damit auszuprobieren. Ich werde es weiter ausprobieren und nächstes Mal nehme ich dann auch mal einen anderen Kocher, weil ich glaube, für den Gaskartuschenkocher ist er nicht so geeignet. Aber wir haben ja noch ein bisschen zum Ausprobieren und Testen. Wie ihr seht, das Fazit war natürlich, dass alles angebrannt ist. Jetzt wollte ich natürlich gucken, ob es an mir liegt und habe danach bei uns im Fahrzeug ein Ofengemüse gemacht. Ja, wie ihr auch hier seht, auch das Ofengemüse ist ziemlich stark am Kamin angebrannt und die Kartoffeln wurden am Rand überhaupt nicht gar. Da habe ich natürlich geguckt, ey, woran liegt es denn jetzt und was können wir ändern? Wenn ihr euch jetzt fragt, warum ich das auf dem Gaskartuschenkocher gemacht habe und nicht auf meinem Herd, der Petromax passt nicht auf mein Herd. Ja, der ist einfach vom Durchmesser zu breit, zu groß und der passt halt nicht auf die Flamme. Und deswegen habe ich das Ganze auf dem Gaskartuschenkocher gemacht. Ja, aber jetzt mal zurück zu dem Test. Es ist ja alles am Kamin angebrannt und an den Rändern, das heißt hier an den Außenrändern, da wurde es irgendwie nicht gar, da kam die Flamme nicht hin. Von da habe ich mal geschaut, woran es liegt denn. Ja, und die Ursache war einfach, dass der Kamin beim Petromax hier unten einfach viel zu breit ist. Die Flamme geht da einfach durch. Die kann sich gar nicht an diesem Unterteil ausbreiten. Ja, das war für mich eigentlich sehr negativ. Aber ich gebe ja nicht auf und das war auch gut so und habe mir dann eine Simmerplatte besorgt. Eine Simmerplatte, die ist natürlich für die Hitzeverteilung zuständig.
Ja, das ist halt so eine Platte. Meine sieht jetzt schon ziemlich mitgenommen aus, weil die ist auch schon ein Jahr im Gebrauch. Die Simmerplatte ist halt dafür da, dass wenn ihr es auf die Gasflamme stellt, die Gasflamme sich besser verteilt. Und das habe ich dann auch beim Petromax gemacht. Und nochmal ein Ofengemüse zubereitet. Und da ich jetzt wusste, dass es mit der Simmerplatte klappt, konnte ich natürlich meine Testversion einfach fortfahren. Und ich war eigentlich überglücklich, dass ich eine Möglichkeit gefunden habe, dass die Flamme sich besser verteilt und dass halt der Garprozess sich verändert. Ja, also Simmerplatte ist ein Muss und das werdet ihr im Video jetzt auch immer erleben, dass ich die da auch immer benutzt habe. Jetzt geht's auf Brötchen aufbacken. Der Omnia-Backofen, der ist auch prädestiniert. Ihr sagt immer, ja, ich backe damit eigentlich nur Brötchen auf. Der Petromax ist natürlich ähnlich und damit könnt ihr auch Brötchen aufbacken. Ich habe meinen ersten Test gemacht und habe Brötchen aufgebacken mit dem Omnia-Aufbackgitter. Weil zu dem Zeitpunkt gab es noch nichts von Petromax. Die ersten Brötchen habe ich mit dem Omnia-Aufbackgitter gemacht. Da ist natürlich der Nachteil, dass das Omnia-Aufbackgitter dann direkt im Petromax auf dem Boden aufliegt. Ich hatte das umgedreht wegen diesen Streben, weil ich hatte einfach Angst, dass diese Streben halt, es ist zwar aus Edelstahl, aber dass das trotzdem ein Kratzer reinkommt. Deswegen habe ich es auch umgedreht. Es war jetzt zwar ein bisschen höher, das heißt, die Brötchen lagen jetzt nicht direkt auf dem Boden auf, aber es war schon tiefer. Aber Petromax hat jetzt selber ein Aufbackgitter rausgebracht. Und zwar gibt es dann hier jetzt auch so kleine Auflieger. Die haben drei so kleine Nasen eingebaut und man kann das optimal im Petromax einlegen. Das Aufbackgitter hat noch eine Funktion. Und zwar, wenn ihr das Aufbackgitter nicht bei der Zubereitung benötigt habt und es abgekühlt oder kalt ist, dann könnt ihr das einfach auf den Tisch legen und als Untersetzer verwenden. Aufgrund dieser Nasen, die dabei sind, liegt es natürlich nicht sofort auf den Tisch auf, sondern ihr könnt dann auch eure gefüllte Petromax Campingbackofenform direkt auf diesen Untersetzer stellen. Ihr braucht keine Silikonform oder sowas, sondern könntet dann das Aufbackgitter nehmen. Ich finde natürlich immer so klasse, wenn man dann auch solche Sachen auch anderweitig benutzen kann und nicht nur für einen Zweck. So, aber weiter geht's. Thema Brötchen aufbacken. So, Aufbackgitter liegt jetzt drin. Und was beim Petromax, ich finde im Petromax Campingbackofen, da werden Brötchen richtig cool drin. Wer schon mal im Omnia-Backofen Brötchen aufgebacken hat, der weiß, okay, das ist eine anti-haftbeschichtete Form. Ich gebe jetzt mal den Hinweis, dass man das Aufbackgitter nicht unbedingt hier benutzen sollte, weil es die anti-haftbeschichtung beschädigen kann. Deswegen jetzt nur zu Anwendungszwecken. Reinlegen und Brötchen. Das heißt, die Brötchen, die docken immer irgendwo an dem Rand an. Das hat natürlich den Nachteil, dass eure Ränder dann dunkel werden. Da der Petromax aber viel breiter ist, könnt ihr eure Brötchen wirklich richtig toll hier reinpacken. Und die haben noch Platz nach links und rechts und vorne und hinten. Und es passen teilweise, kommt je auf die Größe eurer Brötchen an, 5 bis 6 Brötchen rein. Ich würde mal sagen, das ist ein richtig guter Daumen hoch. Ja, und dann habe ich natürlich auch Brötchen mit dem Petromax Camping Backofen Aufbackgitter. Okay, nochmal. Petromax Camping Backofen Aufbackgitter aufgebacken. Das könnt ihr jetzt mal wiederholen, das ist mich echt ein Zungenbrecher. Und mal gucken, was rauskam.
So, Aufbackgitter ist jetzt erstmal beendet. Ihr könnt natürlich damit auch, genauso wie im Omnia-Backofen, Muffins zum Beispiel aufbacken. Ihr könnt dann die Muffins hier auch auf das Aufbackgitter stellen und dann habt ihr auch wieder die Erhöhung. Es liegt höher an der Oberhitze, es liegt nicht so nah an der Unterhitze und ihr könnt auch Muffins damit aufbacken. Natürlich könnt ihr Muffinformen nehmen, die ihr auch zu Hause habt. Jede Silikonform ist super dafür. Papierförmchen können sich hier so ein bisschen reinsetzen. Vielleicht doppelt nehmen. Dann klappt es auch damit. So, aber jetzt kommen wir mal zum Backblech. Das muss ja auch eine Ursache haben. Ne? Das Backblech ist optional erhältlich. Das könnt ihr als Zubehör verwenden. Und zwar würde das einfach nur hier draufgelegt werden. Und dann könnt ihr das Backblech verwenden mit natürlich dem Deckel. Bei dem Backblech ist die gleiche Version. Hier kommt die Hitze hoch, ja, Unterhitze im Unterteil. Die Hitze steigt durch den Kamin auf, prallt hier ab. Aber es geht weiter durch die Ventilationslöcher. Es geht weiter durch die Lüftungsschlitze, sodass dann diese Luft aus den Lüftungsschlitzen hier am Deckel abprallen kann. Und dadurch bekommt ihr dann da die entsprechende Oberhitze für das Backblech. Ja, das Backblech ist eigentlich dafür gedacht, dass ihr wirklich tatsächlich hier unten was zubereiten könnt und dann hier oben auch noch was. Wenn ihr euch an mein Video erinnert mit der zweiten Ebene beim Omnia-Backofen, da habe ich unten einen Filettopf gemacht mit der Silikonform und oben auf der zweiten Ebene Kroketten. Das ging völlig in die Hose. Die Kroketten wurden absolut matschig. Und deswegen wollte ich genau diesen Test auch nochmal durchführen. Unten Filettopf, oben Kroketten. Und das habe ich jetzt auch gemacht. Ich habe unten erstmal den Filettopf zubereitet. Und dann habe ich das Aufbackgitter draufgelegt und habe die Kroketten draufgelegt. Es gibt vom Hersteller da keine Angaben, wie man das Backblech genau verwendet. Muss man es einfetten? Was muss man machen? Wo legt man die Kroketten hin? Die meiste Hitze ist natürlich am Kamin. Also hieß es, Bianca, du musst selber drauf kommen. Habe ich getan. Also habe ich erstmal Kroketten gemacht, nur auf dem Backblech. Es ist halt so geklappt, wie ich es eigentlich erwartet habe. Ich habe schon damit gerechnet, dass es nicht so hinhaut. Ja, hier ist natürlich ein absolutes Intermezzo entstanden, weil die Kroketten sich einfach mit dem Backblech ein bisschen verbacken haben. Und vor allem gerade in der Mitte, da ist natürlich die allerheißeste Stelle. Das heißt, da backt es natürlich sofort an. Aber die sind wirklich, die sind schon ein bisschen knackig geworden. Guck mal, die sind schon ein bisschen knackig geworden und auch braun. Also das ist schon mal eine 1000%ige Verbesserung gegenüber Omnia und zweite Ebene. Das ganze Experiment werde ich natürlich noch einmal wiederholen. Und zwar diesmal mit Backpapier. Das werde ich so ein bisschen zuschneiden müssen, weil es ja rund ist. Und das halt nicht über die Lüftungsschlitze gehen darf. Aber das ganze Ding gebe ich auf jeden Fall noch mal eine Chance, weil das sieht jetzt schon sehr gut aus. Ja, ein weiteres Problem hatte ich noch. In dem Deckel hat sich Feuchtigkeit gesammelt. Und diese Feuchtigkeit ist dann auch wieder zusätzlich auf das Backblech getropft und hat natürlich dann auch den Effekt vom Knackigsein noch ein bisschen verhindert. Aber wie gesagt, es ist ja schon ein bisschen knackig geworden und ein bisschen schön knackig eigentlich, sodass man damit eigentlich auch leben kann. Aber Experiment 2 folgt mit Backpapier. Jetzt wollte ich den Test mit den Kroketten machen mit Backpapier. Und was stelle ich fest? Ich habe kein Backpapier. Also machen wir Plan B. Und zwar wird das Backblech dann jetzt eingefettet, weil das müsste ja auch funktionieren. Wenn man das Backblech mit ein bisschen Öl einfettet, dann kann man mit Sicherheit auch die Kroketten gut backen, ohne dass sie anpappen. Also werden wir jetzt ein bisschen Öl da drauf sprühen und die Kroketten einfach nur eingefettet auf dem Backblech backen. So, dann verteile ich jetzt ein paar Kroketten da drauf. Ich mache das erstmal nur am Rand, weil der Kamin hat ja so eine immense Hitze. Um dann diese Hitze halt ein bisschen auszulassen, werden die jetzt erstmal nur am Rand verteilt und nachher kann man vielleicht gucken, ob man die eher in die Mitte
rutscht, damit die halt brauner werden. Und das Ganze versuche ich jetzt mal erstmal auf voller Flamme zu backen. Da das Ding ja aus Edelstahl ist, kann zumindest mit dem Campingbackofen nichts passieren. Und dann drehe ich das gleich mal runter, um zu gucken, wie dann die Kroketten werden, wenn das Backblech eingefettet ist. Dann schauen wir jetzt mal rein. Ich habe die schon gerade einmal kurz gewendet. Und ich denke mal, jetzt sollten sie vielleicht fertig sein. Der Deckel ist so heiß. Oh ja, die sind richtig schön knackig und die kleben nicht. Die sind heiß. Schaut mal, die sind richtig schön knackig. Kann man das hören? Und die sind heiß. Ja, aber es klappt. Kroketten. Jetzt ohne Backpapier, nur mit einem gefetteten Backblech. Da gibt es einen Daumen hoch für. Das klappt nämlich super. Ja, das heißt, ihr könnt unten was machen und oben Kroketten. Wie ihr seht, es hat tatsächlich funktioniert. Ihr könnt tatsächlich in der unteren Ebene eure Sachen zubereiten und dann auch mit dem Backblech. Also ich muss sagen, das ist absolut ein Punkt für den Petromax. Ja, jetzt geht es darum, Petromax sagt auch, man kann auf diesem Backblech halt auch Pizza aufbacken. Also habe ich das getan. Ich habe die Pizza da drauf gelegt. Da die Pizza etwas größer war und über die Ventilationslöcher kam, es war ja mein erster Test, habe ich die Ventilationslöcher ausgeschnitten. Einfach aus Sicherheitsgründen. Ja, und wie ihr seht, die Pizza wird wirklich richtig cool. Die wurde richtig dunkel unten, also angenehm braun. Und sie hat auch ganz gut geschmeckt. Beim nächsten Mal haben wir uns gedacht, probieren wir das mal jetzt ohne Abschneiden. Haben wir auch gemacht, weil ich wollte jetzt tatsächlich gucken, was ist mit den Ventilationslöchern, weil die Pizza wird ja auch kleiner. Und wie ihr seht, es hat geklappt. Ja, aber es gibt hier eine Vertiefung drin. Und da habe ich mir gedacht, warum machen die denn das? Also habe ich dann Onkel Google gefragt und mir einen Pizzastein gekauft. Ein Pizzastein, der da richtig toll reinpasst. Und habe damit Pizza aufgebacken. Ich muss sagen, mit dem Pizzastein wurden die Pizzen, die wir danach gemacht haben, richtig, richtig cool. Die wurden noch ganz knackiger unten. Die waren dann auch, weil der Pizzastein etwas höher ist, so 2-3 mm, lagen die auch nicht auf den Lüftungsschlitzen, sondern etwas darüber. Die Pizza konnte wieder klein werden, die konnte zusammenziehen, die Lüftungsschlitze waren frei und die Pizza wurde richtig, richtig, richtig gut. Von daher, Pizzastein, top. Der Pizzastein ist nicht bei Petromax erhältlich. Vielleicht irgendwann mal, die kommen jetzt vielleicht auch auf die Idee, machen da was für, super. Ich verlinke euch den einfach, falls ihr Bedarf habt, mal wegen der Größe auch und der Höhe in der Beschreibung. Kuchen fehlt noch. Korrekt. Kuchen habe ich natürlich auch gemacht. Und zwar in der Form. Von Petromax gibt es keine Silikonform. Ja, hier wiederhole ich mich mal. Vielleicht noch nicht. Vielleicht kommt es ja noch. Aber bisher gibt es keine Silikonform. Das heißt, man muss sich ohne Silikonform helfen. Ja, ich habe die Form dann eingefettet und habe den Kuchen gebacken. Ja, und jetzt seht ihr, der Kuchen ist jetzt, kommt jetzt nicht so aus der Form. Also ich denke mal, ich habe das Ding einfach falsch eingefettet. Fettet das richtig ein, bemehlt das und ihr bekommt den Kuchen raus. Kuchen hier auch mit Simmerplatte. Alles, was ihr macht, mit der Simmerplatte bitte. Bitte benutzt die Simmerplatte, damit bekommt ihr die besten Ergebnisse. Und den Kuchen auch mit Simmerplatte. Kuchen auch auf kleiner Flamme. Und dann klappt das auch. Das ist wirklich richtig cool. Ja, wie kriegt man das ganze Ding jetzt sauber? So, Vorteil ist, das ganze Ding ist aus Edelstahl. Super gut. Am besten genauso wie beim Omnia-Backofen erstmal mit kaltem Wasser und etwas Spülmittel einweichen. Das löst die Stärke und ihr bekommt das Gröbste erstmal raus. Den anderen Kram, der sich so festgebackt hat oder so, da könnt ihr mit dem Schwamm dran gehen.
Da könnt ihr echt mit dem Schwamm dran gehen. Das ist Edelstahl. Ich weiß gar nicht, wie oft ich den malträtiert habe. Da könnt ihr mit dem Schwamm dran gehen und ihr könnt richtig schrubben. Das macht ihm gar nichts. Überhaupt nichts. Und das ist richtig gut. Ja, das war eigentlich erstmal mein Test. Jetzt kommt es aber zu meinem Fazit. So, jetzt mal mein Fazit zu den beiden Dingern, beziehungsweise eigentlich eher zu Petromax. Meine Frage war ja, ist der Petromax eine Konkurrenz für den Omnia-Backofen? Er ist auf jeden Fall mega konkurrenzfähig, sage ich euch, absolut. So, aber ich meine, das muss sich jetzt jeder selber entscheiden. Ich sage euch jetzt erstmal die Unterschiede zwischen den beiden Dingern und komme dann mal drauf zurück, was ich beim Petromax gut und schlecht finde und was ich beim Omnia gut und schlecht finde. Also, der Omnia hat natürlich einen Vorteil, da gibt es eine Menge Zubehör. Wenn ich das ganze Zubehör hier auspacken würde, dann würde der Tisch nicht reichen. Ja, mittlerweile haben die ja so viel Kram rausgebracht, da weiß man auch gar nicht mehr, was man kaufen soll. Beim Petromax gibt es ausschließlich momentan, ich sag mal momentan, die werden sich mit Sicherheit auch weiterentwickeln, das Aufbackgitter, die Backform und eine echt stylische Tasche. Also die Tasche ist wirklich, also die Tasche finde ich richtig toll. Die ist richtig robust. Da komme ich jetzt noch mal eben kurz drauf zurück. Denn die hatten wir ja noch gar nicht. Also die Tasche hat erstmal eine super Stickerei. Also das finde ich mega klasse. Beim Omnia ist es halt drauf gedruckt, hier ist es drauf gestickt. Ich finde es edel. Ich finde auch schon edel mit dem schwarzen Deckel. Muss ich ganz ehrlich sagen. Designtechnisch absolut gelungen. Und so ist es auch bei der Tasche. Die Tasche ist aus sehr stabilem Material. Ihr bekommt da den ganzen Petromax mitsamt Aufbackgitter und ähnliches auch super rein. Moment, zeige ich euch. So, super rein. Ihr habt wirklich einen Reißverschluss hier oben mit Tasche noch mal drin. Zwei kleine Taschen. Ich packe da immer die Simmerplatte rein. Die passt nämlich richtig cool da rein. Hier oben wäre dann auch noch Platz für Rezeptbücher, denn unsere Rezepte klappen alle im Omnia-Backofen. Da komme ich aber gleich noch mal kurz drauf zurück. Ja, der Pizzastein ist natürlich nicht von Petromax, aber der kommt auch hier rein, damit ich alles an einem Platz habe. Ja, und das war auch schon das Zubehör für den Petromax. Also super übersichtlich, muss ich sagen. Aber jetzt kommen wir dann mal zu den kleinen technischen Details. Jetzt hole ich den Kram mal wieder raus. Die kleinen technischen Details. So. So, wie ihr auf jeden Fall auf den ersten Blick schon sehen könnt, ist der Omnia-Backofen natürlich wesentlich kleiner als der Petromax. Der Omnia hat einen Durchmesser von 27 cm. Der Petromax in der Mitte halt, das heißt auch nur die Backform, hat einen Durchmesser von 31 cm und mit Griffen 41,5 cm. Der Omnia-Backofen hat natürlich ein Reingewicht, also ich rede jetzt wirklich nur vom Gewicht mit dem Aufbackgitter, das wiegt knapp 1 Kilo. Beim Petromax seid ihr bei 1,64 Kilo ohne das Backblech und ohne den Pizzastein. Das Backblech würde auch noch mal, ich glaube, 200 Gramm wiegen. Ihr dürft aber auch nicht vergessen, das Ding ist Aluminium und der ist aus Edelstahl. Edelstahl ist vom Gewicht her schon an sich viel schwerer. So, jetzt mal mein persönliches Fazit zu den beiden. Gut, Omnia, ich meine, ihr habt meine Videos gesehen, ich habe eine Leidenschaft für das Teil entwickelt, aber der Petromax steht eigentlich nichts nach. Nachdem ich dann herausgefunden habe, dass die Simmerplatte super wichtig ist, aber nur aufgrund dessen, weil der Kamin einfach zu breit ist. Man muss aber auch bedenken, wo Petromax herkommt. Wir waren ja auch vielen 4x4-Messen. Das heißt wirklich dieses Outdoor-Messen mit den Riesenfahrzeugen und alles. Da ist eigentlich Petromax ansässig. Petromax gibt es nämlich auch mit Guss, diesen Gusseimer, wie heißen die denn noch, die Dutch-Ofen. Mit den Dutch-Ofen, die gibt es in verschiedenen Größen, die werden ins Feuer geschmissen, werden mit Kohle bedeckt und da kannst du auch super Essen drin machen. Ich habe es noch nicht ausprobiert, mein Bruder macht das leidenschaftlich und es ist lecker, muss ich sagen. Ja, und da kommt eigentlich auch Petromax her. Den Petromax Campingbackofen, den kann man nämlich auch auf die offene Flamme stellen. Ich habe es noch nicht getan, ich werde es auch nicht tun, weil ich mit offenen Flammen gar keine Ahnung habe. Das überlasse ich mal lieber den 4x4 Leuten. Ja, aber das darf man nicht vergessen.
Petromax kommt aus einer ganz anderen Schiene eigentlich. Nicht aus die Wohnmobilschiene, sondern wirklich teilweise aus der echten Männerschiene, sag ich jetzt mal. Also das ist für Robustheit gebaut und ähnliches. Wenn euch mal die Omniaform runterfällt, dann brecht ihr euch kein Zeh, sondern ihr habt eher eine Delle hier drin. Lasst ihr die Petromax-Form fallen, dann brecht ihr euch eher den Zeh. Aber die Petromax-Form, die tut das nichts weh. Die bleibt, wie sie ist. Beim Omnia ist es anders. Der kann eine Dölle davon kriegen. So, das ist der technische Kram. Jetzt muss ich ein bisschen nachdenken. Weil es ist immer so schwer, so ohne Hilfe, ohne Text oder so, irgendwas zu machen. Deswegen hoffe ich mal, dass ich hier nichts vergesse. Ja, bin ich vom Petromax, also ach so, ein Nachteil bei Petromax. Der Petromax passt. Ich habe das auf vielen Herden ausprobiert, in den Wohnmobilen. Der passt fast nicht auf den Herd im Wohnmobil. Aber ich denke mir, das Campingleben findet draußen statt. Und da ist wirklich ein Gaskartuschenkocher gut. Wenn ihr einen Sturmkocher habt, da könnt ihr den sogar verwenden. Den nicht. Also den bitte nicht auf den Sturmkocher verwenden. Den Petromax, der passt auf den Sturmkocher. Und der passt auch wegen der Flamme auch schon super auf den Sturmkocher. Den habe ich aber nicht ausprobiert, wie er reagiert. Das muss man genau sagen. So, jetzt habe ich aber noch eine Sache für euch. So, jetzt habe ich erstmal wieder genug Werbung für Petromax und Omnia gemacht. Jetzt mache ich mal Werbung in eigener Sache. Denn wenn ihr Rezeptideen braucht für den Petromax, habe ich. Ich habe nämlich ganz viele Rezeptbücher geschrieben für den Omnia-Backofen. Die funktionieren im Petromax. Ich habe alle meine Omnia-Rezepte hier ausprobiert. Was ihr aber wissen müsst, ist, die Garzeit dauert länger. Einmal, es ist Edelstahl, dauert sowieso länger. Und das zweite, wir benutzen Simmerplatte, auch dadurch dauert es länger. Das heißt, die Rezepte, die ich geschrieben habe, da könnt ihr mal so locker 15 bis 20 Minuten dranhängen. Ganz ehrlich. Was ich auch festgestellt habe, ist, dass dieser Knauf super heiß wird. Bitte benutzt unbedingt Topflappen dafür, am besten aus Silikon. Super, super heiß. Ja, der wird natürlich auch hier Edelstahl, verfärbt sich, habt ihr hier auch. Das ist einfach eine normale Reaktion von Edelstahl. Genauso wie das Unterteil. Das verfärbt sich auch. Eine normale Reaktion von Edelstahl. Völlig egal, das ist ein Gebrauchsgegenstand, Leute. Das muss nicht aussehen wie aus dem Designergeschäft. Ja, Rezepte passen, aber dauern länger. Dürft ihr nicht vergessen. Die Flammeneinstellung passt, die Menge passt super. Und was ich auch wirklich cool fand, ist, dass diese Griffe nicht heiß wurden. Ihr könnt den Petromax Campingbackofen tatsächlich an diesen Griffen nehmen und das Ding wird nicht heiß. Ich habe es am Anfang bezweifelt, aber und somit spart ihr eigentlich auch schon, hier missbraucht ihr den Hebegriff und hier braucht ihr das gar nicht. Hier braucht ihr auch an den Seiten keine Topflappen. Super. Optisch finde ich den Petromax richtig cool. Wie gesagt, Nachteil ist natürlich, der hat ein riesiges Packvolumen. Das müsst ihr erstmal unterkriegen. Den könnt ihr auch nicht aneinander legen, so wie beim Omnia. Den Omnia könnt ihr ja wirklich super toll ineinander legen und dann in diese Transporttasche packen. Hat natürlich ein super kleines Packmaß. Der Petromax nicht. Muss man für sich selber entscheiden. Kann ich euch echt nur sagen. Fazit, finde ich den Petromax besser als den Omnia-Backofen. Sie haben Vor- und Nachteile. Also ich kann mich auch auf keiner Seite schlagen, weil beide wirklich echt cool sind für ihre Anwendungsgebiete. Und deswegen würde ich jetzt nicht sagen, Omnia besser, Petromax besser, nee. Das würde ich jetzt nicht sagen. Sie sind beide echt gleichwertig. Und jeder muss für sich selber entscheiden. Der erste Grund ist Aluminium-Edelstahl. Der zweite Grund würde ich sagen, designtechnisch. Und dann muss man auch abwägen Größe. Da punktet natürlich der Omnia super. Gewichtstechnisch punktet der Omnia auch. Zubehörmäßig punktet der Omnia auch. Aber designtechnisch punktet der Petromax. Der punktet, dass wir keinen Griff brauchen. Wir haben Griffe dran, die können wir benutzen. Das Aufbackgitter ist noch als Untersetzer zu benutzen. Ihr könnt da drin wirklich zweimal kochen. Das heißt, könnt hier euren, das kann ich im Filettopf machen, wie ich gemacht habe. Und ihr könnt zusätzlich Kroketten oben machen. Das klappt. Das klappt da nicht, weil die Feuchtigkeit halt immer zirkuliert. Hier nicht. Hier ist ein System, wo wirklich durch, ich denke mal, das liegt hier auch an diesen Luftlöchern oder sowas, an den Ventilationslöchern, die Kroketten klappen. Und da könnt ihr wirklich zwei Sachen
gemeinsam machen. Und das ist super geil. Und da punktet der Petromax bei mir absolut. So, jetzt habe ich aber genug geredet. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Wenn ich euch zu viel geredet habe, tut mir leid. Aber ich weiß manchmal nicht, was für euch wichtig ist, was für euch überflüssig ist. Das müsst ihr selber entscheiden. Ja? Ich kann euch das nur vorstellen. Ich habe jetzt ein Jahr das Ding getestet. Er ist teurer. Das auch noch mal dahingesagt. Ne? Es ist teurer. Edelstahl. Edelstahl ist vom Material her schon teurer. Aber ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen und ich konnte euch dann den Petromax auch ein bisschen näher bringen. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt es doch mal in den Kommentaren. Habt ihr den Petromax Campingbackofen schon benutzt? Schreibt es doch mal in den Kommentaren. Wie zufrieden seid ihr? Findet ihr es nicht gut? Oder, ich weiß nicht, vermisst ihr irgendwas? Passt das Ding bei euch auf den Herd, wenn ihr den benutzt? Schreibt es doch mal in den Kommentaren. Und wenn ihr das mit dem Herd macht, schreibt doch mal dazu, welchen Herd ihr habt oder vielleicht auch welches Fahrzeug ihr habt. Weil dann kann man das ja auch abwägen. Wie gesagt, ich finde, auf dem Gaskartuschenkocher klappt das super gut. Von daher, ihr Lieben, ich bedanke mich und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.